Freunde und ich muss mal hier. Ja, ich hätte mich vorher vorbereiten sollen. Kleinen Moment bitte. Oh ne, jetzt geht's. Ja, hallo liebe Freunde. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist ja schon sehr lange her. Ich habe ja Weihnachten erst mein letztes Video gemacht. Und ja, es ist etwas später als sonst, wo ich heute dieses Video hochlade. Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Handy, dass es überhaupt auflädt. Ja, und ihr seht hier schon, das ist der Playmobil Carrera Porsche und tschüss, das war's von dem Video. Nein, natürlich nicht, wie ihr mich kennt. So, ich möchte euch sehen heute nämlich. Es tut mir jetzt ernsthaft leid, dass das passiert ist gerade eben. Das sollte nicht passieren. Vorsicht, Säule. Ich nehme hier wieder diesen Block hin, falls das wieder passieren sollte. Und zwar will ich euch ja, wie gesagt, heute den Porsche vorstellen. Fangen wir erstmal mit dem Schmuckstück hier an. So, also der Playmobil Porsche. Der ist eigentlich schon sehr schön. Er hat auch Lichteffekte, zu denen kommen wir aber gleich. Den kann man auch natürlich tunen, das zeige ich euch später. Er ist knallrot. Hier hinten gibt es einen Kofferraum, den kann man auch öffnen. Und das ist der Playmobil Porsche. Das ist ja nicht der Kofferraum, hier hinten, das ist der Motor. Einige werden jetzt sagen, was ist das nur für eine Scheiße, das ist der Kofferraum. Nein, es ist der Motor. Hier ist irgendwie so ein Radio drin, ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall ist das der Porsche 911 Carrera S. Ja. Und der ist sehr schön gestaltet. Rot, in Rot natürlich, meine Lieblingsfarbe. Bei meinem Freund Tizian, hoffentlich hat er auch das Video gemacht. Nee, hat er eigentlich nicht. Er hat nämlich einen blauen Porsche gekriegt. Den hat er aber leider nicht vorgestellt. So, ja, an sich finde ich dieses Modell ganz schön hübsch. Hier vorne kann man ja die Stoßstangen auch abnehmen oder wie. Hier Rückspiegel kann man nicht reingucken. Und jetzt, also hier kann man auch das Dach abmachen, dann kann man. Du sollst nicht umfallen! So, dann kann man so spielen, dass es ein Cabrio ist halt. Eigentlich ist es auch ein Cabrio. Gut, dann beginnen wir jetzt mal mit den Lichteffekten. Yep. Hier hinten, da leuchtet es schön rot. Hier, das rechte Licht hat bei mir einen kleinen Wackelkontakt. Gut, da drin leuchtet es jetzt erstmal nicht. Dazu kommen wir aber gleich. Dafür leuchtet es aber hier vorne ganz schön hell, muss ich sagen. So, ich kann jetzt leider hier nicht das Licht ausmachen, aber trotzdem, ihr seht es ja. Und jetzt, wenn man das zweite Mal drauf drückt, leuchtet es innen blau. So, das dritte Mal, dann geht's ja aus, ist klar. So, das Schmuckstück können wir ja auch tunen, aber dazu kommen wir erstmal gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal den Verkaufsstall und tschüssi! die Verkaufsstelle beinhaltet, also hier die Tuningstelle ist gleichzeitig auch die Verkaufsstelle. Die beinhaltet zwei Figuren. Hier einmal den Porsche-Fahrer, der hat gelbe Haare. Ja, so eine graue Jacke, so eine gelbe-graue Krawatte, gelb-grau. Das finde ich nicht schön, dass die gelb-grau ist. Vielleicht gelb-blau oder gelb-rot. Und dann hat er hier noch ein türkises Hemd an, eine schwarze Hose und braune Schuhe. So, der kommt dann jetzt erstmal weg. Und dann beginnen wir hier mit den Mechaniker. Also, den habe ich mir auch noch nie aus der Nähe angesehen. Der hat schwarze Haare. Natürlich noch hier Hosenträger oder wie auch immer. Hier hat er so Porsche Service, steht da. Der fokussiert das nie, Entschuldigung. Ja, der trägt ein rotes T-Shirt halt. Dann hat er hier noch, ja, eine graue Hose und schwarze Schuhe. Nichts Besonderes halt. So. Hat man hier noch einen kleinen Laptop, da muss man natürlich, ja, bringt jetzt auch nicht so viel, aber es ist halt Detailgetreu, muss man halt noch hier was aufkleben. Ja. So, und hier seht ihr jetzt die ganze Porsche-Station. Hier muss ich vorab sagen, nur dieses Teil hier ist zum Tunen da.
mein Gott. Die restlichen Teile sind einfach nur zur Verschönerung. Kann man natürlich aber auch benutzen für Geschichten oder so. Oder wenn man jetzt was spielen will. Hier seht ihr schon die Felgen. Hier hinten den Spoiler. Und hier, glaube ich, die Stoßstange. Ich habe keine Ahnung, ob das die Stoßstange ist. Ihr müsst mir das unten in die Kommentare schreiben, weil ich keine Ahnung habe. Also das Ding jetzt auch mal wieder dahin. Den Computer klappe ich mal auf. Und wieder hier hoch. Das Ding. Ja, das ist mir jetzt blöd. Schwupp. Ich nehme jetzt mal den Porsche Tschuhand und Tschuhlchiha. Schieb das hier einfach unter mit dem Porsche mal. Dann mache ich das jetzt hier so. Und dann schwebt der Porsche ein bisschen halt von der Seite so. Da. Seht ihr? Ja, man sieht es nicht so ganz, aber egal. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man eine Felge rausmacht. So, und dann mache ich das mit den restlichen. Dann füge ich die roten Schuhe ein. So. Hier vorne. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Da müsste man. Ich nehme jetzt dieses Teil jetzt zur Hand. Ach, das ist den einen Stein, den wir mitnehmen. So, dieses Teil nehme ich mir jetzt zur Hand. Macht das in einer der größeren Zacken. Zumindest in die zwei. Sieht man jetzt nicht. Und dann ziehe ich die Felge raus. Na gut, dann bis gleich. So. Jetzt habe ich hier auf beiden Seiten die Felgen ausgetauscht. So, und dann jetzt mal hier vorne mit der, glaube ich, Stoßstange. Dann müsst ihr einfach nur hier so den Fingernagel in die Ritze hier rein. Fest. Und dann geht das hier schon ab. Oh, ich sehe gerade, das ist das Tuning-Teil hier, was zu diesen Rädern hier gehört. Und zu dem Spoiler da hinten. Moment. Und hier zu dem Spoiler. Das ist das Ding. Huch. Scheiße. Ja, das Ding gehört normalerweise hier dran. Das gehört zu diesen Rädern. Scheiße, das tut mir jetzt leid, Leute. Naja, aber ihr wisst ja jetzt, wie man das dran macht halt. Und ab. Ich mach das mal wieder dran hier. So. Dann hier hinten einmal den Sprung. Den macht man hier einfach ganz gewöhnlich ab. Hier ist ein bisschen kaputt, wenn man mal von oben so guckt. Da sieht man. Ist ein bisschen abgerissen. So eine Scheiße, ist ja komplett abgerissen. Naja, egal, ich füge den jetzt erstmal hier hinten dran. Ja. So, jetzt sieht er doch schön aus. Jetzt mache ich Dach dran. So. Das habe ich von Loriot. So, der Porsche sieht jetzt schön aus. Ich stelle mal alles hier auf. Ja, PC kann ruhig falsch rum sein. Ja, dann die Figur. So. Thank you. Thank you. So, ja, das Teil hier hinter. So sieht das jetzt aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da ging jetzt 8 Minuten. Naja, dann tschüss. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert unten kostenlos, wenn euch der Kanal gefällt. Tschüss. Oh, 9 Minuten.